Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Kurz gucken, ob ich den Mauszeiger noch im Bild habe. Habe ich nicht. Dann machen wir hier mal weiter. Wir sind ja noch im DLC Eindringling. Und hatten jetzt hier einen Kampf mit Kunari vor der Brust, ne? Da sind sie. Aber eigentlich sollen wir Kontakt aufnehmen. Aber die waren schon als rote Punkte gekennzeichnet. Ja. Da Wasche sind dann! Blutflecken. Die Inquisition darf diesen Ort nicht lebend verlassen! Okay, da konnten wir irgendwie hoch. Wahrscheinlich was für Fernkämpfer, ja. Für uns ist das nichts. Gut. Da unten ist ein Blutfleck. So, und hier haben wir noch einen, der betäubt ist. Erstmal den Block aufbauen. Ist neue Aufnahmesession. Mal sehen. Also ich erinnere mich noch so an die Sachen, die ich letztes Mal gespielt habe, aber vielleicht vergesse ich das ein oder andere kleinere Detail, dann verzeiht es mir. Auch weiterhin alles gut und läuft alles, also alles gut, aber mein Kopf ist momentan einfach noch so voll von den ganzen Eindrücken. Das wird sich aber irgendwann legen. Es ist jetzt schon besser geworden. Aber ich träume zum Beispiel noch immer ganz viel. Das ist, wenn man halt einfach, wenn ich viel verarbeiten muss, sagen wir es mal so. Also, verarbeiten im ganz normalen Sinne, ne? Jetzt nicht positiv oder negativ, sondern einfach, man hat Eindrücke und man muss die dann, ja, verarbeiten. Sacken lassen. Dann träume ich immer ganz, ganz viel. Bin jemand, der verarbeitet es sehr, sehr stark in Träumen. Schön in jede Ecke gucken. Guck mal, hier steht nicht Prophetinnen-Lorbeer. Hier sieht es auch relativ verdächtig aus. Aber sah anscheinend nur so aus. Ne, da hinten ist irgendwas. Noch mehr Prophetinnen-Lorbeer. Wir kämpfen gleich weiter, ich verspreche es euch. Noch mehr Prophetinnen-Lorbeer. Boah, alles voll. Ich sammle das mal ein, weil das ist eine Ressource, die kriegt man nicht so häufig. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen werden. Vielleicht für eine Quest oder so. Ich laufe jetzt erstmal außen rum. Ich hoffe, ich trigger nichts Wichtiges. Ich glaube, die Kunari sind eher in dem Gebäude. Hier ist ein Schleierfeuer. Okay. Und Silberit. Musik ist ja halt ganz anders als im vorherigen Teil. Aber finde ich cool. Bringt ein bisschen frischen Wind rein. Wobei ich sagen muss, von der Musik her gefallen mir die Hinterlande am besten. Denn ich weiß nicht, die Musik bringt mir einfach so einen Seelenfrieden. Das ist unglaublich. Wahrscheinlich, weil ich die Hinterlande relativ häufig gespielt habe und das Spiel einfach so liebe. Okay, wir gehen rein und kämpfen weiter. Okay, hier sind ganz viele Geisterkrieger. Da ist noch ein Kunari. Guck mal, wir konnten doch irgendwie das andrücken. Nee, so. Jetzt sind wir kurzzeitig immun gegen Schaden. Oh.
Der ging daneben. So, hier sind auch ein paar von denen. Ja. Das kriege ich nicht reingezogen. Kassandra durch die Kiste drückt. So, ich glaube, das war der letzte. Vorerst. Können wir die hier zerstören? Jein. So ein, ich nenne mal ein klares Jein. Hier ist nur eine Treppe hoch. Ist da was Wichtiges? Hier nur wieder dieses komische lila Feuer, ne? Wir gehen mal wieder los. Mal runter. Ach, der ist schon weg. Mal weiter gucken. Also da hinten haben wir schon ein Schleierfeuer gesehen. Da bin ich echt mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Okay, hier ist nichts. Dann geht's weiter. Die nächsten Kunari. Dauer so. Ein Erdbeben. Ja. Der stößt mich erst immer um, ne? So, ist nicht mehr. Oh, nicht gegriffen. Den kriege ich nicht gezogen, okay. Dann müssen wir hier hoch. Nützt ja nicht. Der haut ganz schön rein, wenn er sich so dreht. Aber ich kann mich aufdrehen. Ich kann mich aufdrehen. Oh, und runterfallen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Ja? Warum haben diese Kunari die Inquisition sofort angegriffen? Ich weiß es nicht. Kunari handeln niemals ohne Befehle. Ein Kommandant aus dem Kuhn muss sie ihnen erteilt haben. Wollt ihr damit sagen, das gesamte Volk der Kunari will unseren Tod? Das ist doch großartig. Endlich haben die Inquisition und Tevinter mal etwas gemeinsam. Yay. Okay, also wir haben hier eine Tafel. Der Schreckenswolf hält seinen Blick auf das eine Licht gerichtet, das den weiteren Weg erleuchtet. Das ist ein Tipp. Oh, hier sind ganz viele Schleierfeuer. Oh, guckt mal. Das ist Fenharel. Und er entfernt das Valaslin eines Dalish-Elfen? Ist diese Art nicht älter als die Dalish? Vielleicht hatten die Zeichen ja früher eine andere Bedeutung. Das gucken wir gleich mal. Ja, das ist das Gleiche. Okay, dann zünden wir einfach mal an. Zünd einfach alle an. Da ist noch was beim Hundi. So, bevor wir jetzt das da hinten an
Aber vielleicht müssen wir doch erst das noch da hinten anmachen, bevor wir hier drücken können. Ah ne, das ist an. Okay. Ja dann. Probieren wir das doch mal. Drücken. Jetzt sind alle wieder aus. Anscheinend ein Rätsel. Hier können wir jetzt drücken. Das bringt nichts. Okay. Probiere ich mal nur die eine Seite. Auch nichts. Oh, da gibt es so viele Möglichkeiten hier. Haben wir noch vielleicht einen anderen Hinweis? Irgendwie nicht so, ne? Also wir haben ja nur den Hinweis, dass Van Harrell, wahrscheinlich nur der Wolf. Okay, machen wir nur den Wolf. War es auch. Okay. Haben wir jetzt nicht eigentlich... Warte mal, das haben wir noch nicht ausprobiert. Ah, die Bilder sind hier identisch, oder? Ja. Dann sehen sie identisch aus. Ja, das hatten wir jetzt schon so. Nehmen wir das mal so, weil die hinteren haben ja keinen Wallaslin mehr. Okay. Müssen wir das gleichzeitig entzünden irgendwie? Oh, ich habe eine Idee. Kann man jetzt hier vielleicht was machen? Weil die sind hier runtergefallen. Vielleicht ist ja irgendwo versteckt noch eins. Wir haben halt nur diesen Hinweis mit der Tafel. Das eine Licht gerichtet, das den weiteren Weg leuchtet. Okay. Er rätselt hier nochmal ein bisschen rum. Wir sehen uns gleich wieder. Ich mache das jetzt so, weil ich aktuell nicht mehr so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Und nicht 3 Folgen an einem Rätsel dann sitzen möchte. Ihr versteht hoffentlich. Ne? Also ich rätsel jetzt kurz offscreen weiter rum. Wenn ich es halt in der nächsten halben Stunde nicht rausgefunden habe, werde ich es nachgucken. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. So, da bin ich wieder. Oh, ich habe gerade echt lang... Also, ich habe unnötig kompliziert gedacht. Hören muss nur. Ich habe es dann rausgefunden. Also, durch ausprobieren. Man muss das Schleierfeuer anzünden, auf das der gute Wolf guckt.
Und das ist dieses hier. Und mehr muss man nicht machen und dann darf man den Knopf drücken. Passiert, wenn man zu viel um die Ecke denkt. So, wir plündern hier natürlich noch. Was ist das hier? Heilholz, ein Bogen. Und die gute Sarah haben wir gerade nicht mit. Jetzt leuchten schön gruselig die Augen und wir gehen mal hier runter. Oh, da echt, ich habe schon wieder sonst was gedacht. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Die Entfernung des Wallas Lean. Eine Welle mächtiger Magie vermittelt ein Gefühl von Entschlossenheit. Bilder blitzen auf. Einstige Sklaven, bewaffnet und stark, marschieren an Fenharalds Seite. Ihre Haut ist frei von jeglichen Malen. Die Tätowierung in ihren Gesichtern, die elfischen Wallas Lean, sind fort. Auch wenn keine Worte zu hören sind, kann man sie doch fühlen. Ihr könnt von dem Schandmal der Evanuris befreit werden, auf das alle wissen, dass ihr euch euren Grausamkeiten widersetzt. Niemand hier ist ein Sklave. Ihr alle steht unter unserem Schutz. Ihr alle könnt euch entscheiden zu kämpfen. Und ich glaube, vorher ist das noch nicht angeklungen. Aber das Wallas Lean, also die Zeichnung der Dalish, das sind Sklavenmale. Ja. Also eigentlich kein gutes Zeichen, wenn jemand sowas trägt. Ich glaube, das bekommt man halt schon früher raus, wenn man die... Verborgene Waffen. Diese befreiten Sklaven haben sich tatsächlich gegen die Evanuris zur Wehr gesetzt, die sich als Götter ausgaben. Ein interessantes Wort, Evanuris. Wenn es nichts anderes bedeutet als Magier-Anführer, dann waren sie im Grunde genommen Magister. Ja, also das mit dem Wallas Lean erfährt man auch früher, wenn man die Romanze mit Solis hat. Okay, die sind nicht zerstörbar, denn sie spawnen immer wieder nach. Dann gehen wir mal hier weiter. Aber hier hören wir das ja für uns zum ersten Mal. Also vorher wussten wir das, glaube ich, gar nicht. Ich sah dann, ich habe gerade Guck mal! Da haben wir ihn schon wieder. Wie nennt man ihn nochmal? Den Heiligen Gral. Wir haben ihn schon wieder gefunden. Hier steht er. Cool. Einmal hat man den ja in den Westgraten gesehen, den Heiligen Gral. Hier ist noch eine Truhe. Plündern wir natürlich Mondstein. So, erstmal kämpfen wir hier. Guck mal, die können ja auch so doof drehen. Jetzt drehen wir uns auch mal. Achso, wir haben ja in der letzten, beziehungsweise, ja doch, letzten und vorletzten Folge dieses lila Feuer gesehen, wo wir dann immer mit Dorian durchgerannt sind. Natürlich, wir haben doch die neue Fähigkeit bekommen, in der, wo wir dann kurzzeitig unverwundbar sind. Und dafür kann man diese Fähigkeit dann auch nutzen. Mal einen Gegner zum Plündern. Einmalige Inkarnation und Kunari-Befehle. Angriffsplan. Dieser Brief wurde sowohl auf Kunlat als auch der Gemeinsprache verfasst. Ich habe eure Berichte gelesen. Stationiert eure Leute in den verlassenen Elfentrümmern am See. Der Spiegel nach Halam Shirai liegt nicht weit vom Zugang zu diesem Gebiet entfernt. Wir werden den Platz brauchen, um unsere Leute unterzubringen, nachdem die Unterwanderung abgeschlossen ist. Darunter befindet sich eine Karte des Kreuzwegs. Ein Pfeil zeigt auf dem Illuvien in den Elfenruinen zu jenem, der in den Winterpalast führt. Diesem Brief zufolge kamen die Kunari in diese Ruinen. Bevor wir gehen, sollten wir nach allem suchen, was uns verraten könnte, warum die Kunari hier waren. Oh, guck mal, hier können wir Cassandra zuhören. Ich kann euch gar nicht sagen, wie gut es sich anfühlt, endlich aus diesen schicken Kleidern raus zu sein und wieder eine Rüstung zu tragen. Soll das heißen, ihr habt unter eurer Robe keine Rüstung getragen? Ich bin schockiert. Ich habe es versucht, aber es war einfach viel zu heiß.
Das kann ich gut verstehen, Cassandra. So, dann gucken wir doch mal, ob wir noch ein paar Hinweise finden. Da liegt noch was. Ein unbekannter Eindringling. Dieser blutbefleckte Brief wurde sowohl auf Kunlat als auch der Gemeinsprache verfasst. Vor 2 Stunden hat ein unbekannter Eindringling unsere Verteidigung durchbrochen. Es war ein maskierter, verhüllter Magier, der Magie einsetzte, um Geister herbeizurufen und sie gegen uns zu wenden. Der Eindringling bewegte sich, als würde er diesen Ort kennen, und floh, nachdem die Geister erwacht waren. Dutzende von uns sind tot. Die Geister greifen weiterhin an. Ein Kampf wäre... Der Rest des Briefes ist unleserlich. Das Blut ist eine Notiz über einen unbekannten Eindringling, der durch einen Illuvien kam. Er hat Geister gegen uns gewandt und ist dann geflohen. Das muss ein Magier gewesen sein. Er hat jeden Kunari getötet, der ihm in die Quere kam, und alles andere den Geistern überlassen. Anmerkung bezüglich der Wolfstatue. Vergesst nicht, um die Statue zu bewegen, müsst ihr den 2. Wandleuchter von links entzünden. Wenn ihr in Richtung des Wolfskopfes seht, nutzt dafür die blaugrüne Flamme an der Feuerstelle. Sie ist magisch und wird euch aber keinen Schaden zufügen. Denkt an eure Pflicht gegenüber dem Kuhn. Sobald ihr den Wandleuchter entzündet, öffnet sich eine Kiste zwischen den Pfoten der Statue, in der sich ein Gegenstand befindet. Berührt ihn nicht, er ist uralt und elfisch. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir ihn von einem Sarebas auf magische Eigenschaften untersuchen lassen. Wir haben es also mit 2 Parteien zu tun. Den Kunari und einem mysteriösen Unbekannten, der fest entschlossen ist, sie aufzuhalten. Ja, gehen cool. Wir müssen die Leute warnen. Sie müssen erfahren, was die Kunari im Winterpalast planen. Für den Heiligen Gral. Okay, ja, wir werden die Leute warnen. Hier haben wir jetzt alles abgesucht. Und wir werden sie auf jeden Fall in der nächsten Folge warnen. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.